Ja, Fabian Schiller, zweiter Startplatz beim heutigen VLN-Lauf. Über 4 Stunden Renndistanz und zwar in durchaus schwierige Bedingungen auf der Nordschleife heute. Wie hast du das Qualifying erlebt? Ja, es war nass, wechselnde Bedingungen. Anfangs war es ziemlich nass, wurde dann immer trockener. Am Ende kam dann wieder der Regen, aber uns ist dann schon eine ziemlich gute Runde geglückt. Ich habe gehofft, dass diesmal für die Pole Position reicht, weil wir dieses Jahr schon mehrmals sehr, sehr nah dran waren. Bei VLN 4 leider auf Pole-Kurs ausgefallen, mit dem Auto kaputt. Letzten VLN-Lauf waren wir auch Zweiter im Quali, heute wieder auf P2, knapp hinterm Stippi. Gute Ausgangsposition, mal schauen, was im Rennen gleich so passiert. Sieht ja wieder nach ein bisschen wechselhaften Bedingungen aus. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden damit. Bester Mercedes, ein paar schnelle Jungs hinter uns, Stippi vor uns. Mal schauen, was im Rennen geht. Du hast die wechselhaften Bedingungen angesprochen. Was persönlich ist dir lieber, nass oder trocken? Auch mir ist das grundsätzlich eigentlich völlig wurscht. Ich bin auch nicht so der typische Rennfahrer, der sich am Tag vorher den Wetterbericht anguckt. Ich komme hier hin, wenn es regnet, ist Regen, wenn es trocken ist, ist trocken. Ich fühle mich in allen Bedingungen wohl. Unser Mercedes funktioniert in allen Bedingungen perfekt. Und als das Team GetSpeed hat für alle Bedingungen das perfekte Setup. Von dem her, ja, wir schauen, was geht und geben alles, wie immer. Fabian Schiller, vielen Dank und viel Erfolg für das heutige Rennen. Danke dir.